Okay. Hi, jetzt mal willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich mal was richtig Schönes. Okay, ich habe eigentlich immer was richtig Schönes, aber ich liebe das, was ich da geschaffen habe. Und zwar habe ich mal was mit ganz neuen Schmetterlingen probiert, die ich noch gar nicht vorher hatte. Und ich wollte zum ersten Mal, wir sehen es schon recht früh, ich wollte zum ersten Mal die Schmetterlinge so ein bisschen so anordnen, als würden sie wirklich fliegen. Und nicht nur als Präparat, sondern wirklich, dass sie, ja, dass sie auch aussehen, als würden sie herumflattern. Und ich finde, das ist mir schon relativ gut gelungen. Ich wundere, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Ja, ich war gerade duschen und deswegen sind die jetzt noch nass. Aber ist ja Wurst. Auf jeden Fall wollte ich es diesmal halt ein bisschen anders haben. Also wirklich ein bisschen mehr lebendiger und nicht nur, dass sie wunderschön aussehen und ihr wisst schon, was ich meinte. Das ist übrigens mir ganz spontan eingefallen, weil dieser eine Schmetterling, den ich da das allererste, also den ersten davon, den ich präpariert habe, der hatte so eine Öffnung gelassen und die sah einfach so gut aus. Und ich dachte mir so, hä, warum mache ich das eigentlich nicht mal richtig so und bewusst? Ich will mehr die aussehen, als würden sie fliegen. Aber das ist so gut wie möglich. Ich nehme mich mal länger. Gut war so gelassen. Und ich finde, die sind richtig, richtig gut geworden. Mir ist einer kaputt gegangen. Und ich sag euch schon mal vorweg, mir sind so viele Fails? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir so viel Doofes in diesem Video passiert. Ich habe auch sehr viel rausgeschnitten, weil ich das einfach nicht mit ansehen konnte. Übrigens haben die ein ganz anderes Gefühl als die mit Pigmentierung. Die fühlen sich voll, also die Flügel sind richtig weich. Ich hasse dieses kleine, guckt euch mal an, wie klein dieses Brett ist. Das ist richtig weich, das Gefühl auf dem, die Flügel fühlen sich sehr weich an. Aber mir sind so oft welche wieder kaputt gegangen und ich musste dann wieder neu kleben. Oh, es ist so schmerzhaft gewesen, wie oft ich auch Fehler allgemein gemacht habe, wie oft was kaputt gegangen ist. Aber so ist es. Ich habe selten wirklich Projekte, wo alles perfekt läuft. Und das war auf jeden Fall eins von diesen, wo alles kaputt, alles ist einfach so oft schief gelaufen, aber ist ja nicht so wichtig. Habt ihr was zu lachen? Das ist das, womit wir heute arbeiten. So, das Ding ist old. Das ist schon ein bisschen älter. Aber ja, ich glaube, das war vorher weiß und die Person hat das schwarz angemalt. Passt halt besser jetzt auch dazu, wenn ich ehrlich bin. Darum kümmern wir uns heute. Und ich will diese Glasglocke, wie gesagt, hiermit voll machen. Und was ich diesmal anders machen will, was ich mal ausprobieren wollte, ist die Schmetterlinge so anzuordnen, als würden sie wirklich fliegen. Ich habe jetzt auch ein paar so ein bisschen anders präpariert, das habe ich euch ja gezeigt. So
halt eher, als würden sie fliegen. Und weil die auch clear sind, fand ich das halt sowieso noch eine bessere Idee. Kurs, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich 2 Stufen hoch kann. Nee. Ach, was ich euch noch, bevor ich jetzt loslege, euch mal kurz zeigen wollte, weil ich mal wissen wollte, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich einfach einen Fehler bei einer Mixtur gehabt mit meinen Urania. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die normalerweise aussehen. Ich habe einfach die Gothic-Version davon gemacht. War wie gesagt nicht absichtlich. Ich wollte eigentlich ganz viele machen, um die auch in so eine große Glasglocke zu packen. Ja. Hat aber jetzt, das ist daraus geworden. Also außen, innen sehen die so aus. Aber ich finde außen interessanter. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Stück davon. Ich finde es aber nicht hässlich. Ich habe echt ein bisschen Schockmoment gehabt. Ich dachte mir so, scheiße. Richtig Schrott. Aber jetzt, wo ich es mir so angucke, die sind alle halt so. Und man trotzdem noch die Musterung sieht. Also, wenn ich noch über ein Video machen soll, wie wir das mal benutzen, gerne Bescheid sagen. Ich wollte euch die nur mal kurz zeigen, weil ich das echt crazy fand. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe da, falls ihr mir bei Instagram folgt, euch gezeigt, was als nächstes so ansteht. Und ich habe so eine richtig coole Art Glashaus. Ich werde mal ein Foto hier einblenden. Und ich bin sehr begeistert von der Idee. Ich habe nämlich dann mir so gedacht, warum wir da nicht irgendwie was Cooles draus machen. Also es wird ein sehr cooles Projekt werden. Und es wird ein bisschen länger dauern. Also es kommt jetzt nicht direkt nächste Woche online. Ich weiß nicht, wie lange ich für das Projekt brauche. Erstmal toll, 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 dass es überhaupt high ankommt. Dafür habe ich echt Tschüss. So, ich teile jetzt überhaupt nicht zu hoch. Perfekt. So. Hätte sogar noch ein bisschen höher sein können. Komm, das schaffst du. Dieser Motor ist einfach viel zu klein für das, was ich brauche. Damit arbeite ich. Ich brauche bessere Sachen. So. Komm doch einfach wieder raus. So. Nehme ich jetzt die Schmetterlinge kurz mal sortieren. Mir ist nämlich auch einer kaputt gegangen übrigens. Hier ist der Flügel abgebrochen. Und ich würde die kurz gerne mal sortieren. Ich brauche noch ein bisschen mehr Pappe. Perfekt. Oh, supi. Hält ja gut. Und das hasse ich. Ich hasse Nadeln im Fernsehen. Da passiert mir so viel Scheiße immer. Also vor denen hatte ich richtig Schiss, dass sie mir die kaputt gehen. Weil die haben so einen dünnen Thorax und so. Das ist einfach so risky. Ja, ich hatte ja dann eine, der kaputt war, die musste ich dann irgendwie reparieren und ich hatte halt keinen Kleber, der passend war, gerade da. Also es gibt extra so Klebearten für Insekten, hatte ich aber jetzt nicht da. Und habe jetzt einfach diesen vom letzten Video genommen, den ich gar nicht benutzen wollte, weil der so gestunken hat und so lange zum Trocknen gebraucht hat. Hab den jetzt aber trotzdem benutzt, weil, ja, für was soll ich den sonst benutzen? Und das war recht gut zum Kleben, also... Ja, dadurch, dass die Flügel ja so leicht sind, ist es jetzt nicht so ein ganze Zeit festhalten, wobei ich schon echt ein bisschen festhalten musste, so mindestens 2 Minuten, dass es wirklich geklappt hat. Aber es hat funktioniert. Also falls ihr einen guten Kleber wollt, ihr seht den ja in dem Video, falls ihr Insekten kleben wollt, ja, kann ich den euch empfehlen. Ich habe jetzt den schwarzen gehabt und der hat nicht so doll gestunken. Anscheinend, das waren 2 drin, einmal ein weißer und ein schwarzer. Der weiße hat gestunken, wie weiß ich nicht was, und der schwarze war echt gut. Ja, und das war das, was als erstes erstmal gemacht werden muss, natürlich. Scheiße. Was klebe ich das denn jetzt? Das hat gar nicht funktioniert. Ich will diesen Schinkelkleber vom letzten Video nicht benutzen. Den. Der hat so gestunken, Alter. Ja, wirklich nur so ganz minimal Kleber. Das Problem ist, ich habe noch nie so extrem kleine Schmetterlinge. Woran gemacht? Also ich muss echt aufpassen. Ich würde schon sagen, dass der hier ganz nach oben soll. Und dann hier unten so die...
die so hochfliegen, so sind. Weil ich ja dann sortiert habe, welche Schmetterlinge wie sind. Ich hatte ein paar, die so offene Flügel hatten, dann ein paar Präparate, die halt symmetrisch präpariert sind. Dann welche mit richtig zu und Flügeln. Also ich wollte die schon ja, sortiert haben, damit ich weiß, ja okay, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Und ich finde... das ist echt wichtig, weil ich habe das früher nicht so wirklich gemacht, wenn ich so mehrere hatte. Und diese Anordnung, um zu schauen, ja, wie welcher einzelne Schmetterling aussieht, hilft extrem, um später das anzuordnen. Weil dann musst du nicht, wenn du es noch ein bisschen besser sortierst, nicht so wie ich, seht ihr dann später. Ich habe alle, die ich dran gemacht habe, wieder abgemacht danach. Weil ich habe das Endergebnis ja gesehen gehabt und mir hat das Endergebnis einfach nicht so gefallen. Ich war recht fix fertig, wenn ich ehrlich bin. Also das Präparieren und das Einweichen dauert am längsten bei meiner Arbeit. Also das ist ja das, wo ich nicht viel machen kann. Da muss ich halt einfach ja, warten, bis es fertig ist. Und natürlich Präparieren dauert auch natürlich ein paar Stunden. Aber das Anordnen ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, weil das geht so schnell, wie ich möchte. Wisst ihr, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und da passt meine Arbeit eigentlich gar nicht rein. Deswegen, ich will Sachen so schnell wie möglich haben. Nicht, weil ich es irgendwie hinter mir haben will, sondern weil ich das Endergebnis sehen will. Weil ich habe halt das Endergebnis so dauerhaft im Kopf während und davor, dass ich das dann unbedingt sehen möchte. Ich will es... Ups, sorry. Ich will das unbedingt dann sehen. Das Fertige, ich will es einfach sehen. Und deswegen bin ich ja immer so ungeduldig. Ich will es halt so schnell wie möglich mal bestehen haben, so schnell wie möglich anstarren und die Beauty Shots machen. Es sieht einfach so aus, als würde er fliegen. Als würde er einfach krass hochfliegen. Das ist so geil. So, jetzt gehen wir hier unten an und ich habe echt noch viele. Und ich wollte es ja von unten nach oben, dass es immer weniger werden. Das war jetzt ein bisschen zu viel Kleber. Seht ihr, der klebt jetzt da unten. Ich probiere mal kurz abzuschneiden. Wenn er so lauwarm ist, dann geht es. Okay, der ist noch zu heiß. Ich überlege gerade, ob ich noch hier oder da zwei Dinger ranmache, so kleine, dass es einfach noch ein bisschen mehr Dimension hat. Ich habe doch hier sogar Löcher reingemacht. Seht ihr? Ich wusste einfach, dass da einer hin muss. Ich habe nochmal zwei Dinger jetzt rangemacht. Gut, das muss die Löcher nicht stopfen. Ich habe die jetzt mal heiß gemacht. Ein paar abgemacht und nochmal neue. Ich kann euch mal ein Video senden, wie es aussah. Es war einfach nicht genug. Also es hat einfach nicht gepasst. Deswegen, ich habe jetzt hier noch so andere. Die sind auch durchsichtig. Und die werde ich jetzt hier so reinmixen. Und ich finde, das sieht sehr schön aus. So, nee. Da fehlt was. Und ich habe mir dann nochmal alle meine Dinger durchgeschaut. Ich habe ja hier eine fette Kiste. Ich habe hier 500 Kisten gefüllt, die so sind. Und habe dann nochmal so überlegt, okay, Libellen. Ich habe ja so verschiedene Libellen. Ich habe zum Beispiel welche, die sind so schwarz. Dann habe ich welche, die sind ein bisschen kleiner. Und dann so grün. Das ist von Größe noch ein bisschen unterschiedlich. Und dann war ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Dann hatte ich ja noch die, hatte ich überlegt. Ich zeige euch einfach mal kurz, wie ich überlegt habe. Die, also die hätte ich aber noch präparieren müssen. Hat dann auch wieder ein paar Tage gedauert. Oh, dann habe ich so überlegt, okay, Käfer... Soll ich irgendwelche Käfer da reinmachen? War aber auch nicht so das Wahre von der Idee. Ich habe nämlich auch noch so welche. Und ich war einfach so überfordert kurz und habe dann kurz nachgedacht und dachte mir so, wow, ich habe doch noch diese einen. Ist jetzt bei den Beauty Shots dann noch besser. Ich fand, die sehen aus wie kleine Elfen.
Und ja, die ist jetzt kaputt. Also das ist einfach kaputt angekommen. Ist mir jetzt zum Glück nicht beim Aufmachen passiert, hätte ich geheult. Aber es war leider schon komplett im Arsch. Ja, ich hätte noch ein paar davon und habe mich dann dazu entschieden, die noch da rein zu mixen. Musste aber dann dadurch, damit es von der Konstellation nicht irgendwie komisch aussieht, dass man sieht, okay, die hat es danach erst reingefügt. Das war dann halt... Also ich habe kurz überlegt, ob ich einfach zwei noch da reinmache, zwei Stäbe. Habe ja dann welche reingemacht, habe dann nochmal welche reingemacht. Nochmal weiter hinten, dass es mehr Dimension hat. Und habe dann überlegt, ob ich wirklich nur die Libellen dann einfach so reinpacke nach hinten. Aber dann dachte ich mir so, nein. Das sieht so willkürlich aus, wenn dann auf einmal eine komplett andere Art im Hintergrund ist. Die Socke war zu groß für diese Anzahl an Schmetterlingen und von der Größe an Schmetterlingen und von der Art von Schmetterlingen. Weil wären die größer und durchsichtig, was anderes. Aber dadurch, dass sie durchsichtig sind, deswegen wollte ich ja mit diesen Dimensionen spielen, weil man ja durch sie durchsehen konnte und dann den hinteren Schmetterling noch sehen konnte, das hätte dann eine halbe von dieser Glaslucke sein müssen. Weil es einfach, ja, es waren 15 Stück, aber es hat einfach nicht gereicht, weil es so leer aussah. Weil die ja so filigran sind, sah es einfach so leer aus, weil man ja so, das war ja, und man konnte einfach durchsehen. Und man hat diese pinken und orangen Flecken gesehen und das sah nicht gut aus. Es sah cute aus, aber es hat einfach nicht gepasst, fand ich. So, und jetzt bin ich zufrieden. Ich find's richtig gut. Also jetzt gefällt's mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin gespannt auf eure Meinung, ob ihr das hättet so gelassen, wie ich in diesem kleinen Video mal gezeigt hatte. Oder ob ihr das auch so gesagt habt, okay, das war gut mit den Libellen, die da reinzumixen. Oder ob ihr sagt, okay, Angie, war eine gute Notlösung, aber ganz ehrlich, du hättest lieber warten sollen, bis du wieder diese Art von Schmetterlingen hast, weil jetzt sieht es nicht gut aus. Wenn ihr das sagt, dann bin ich sehr sad, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, so wie es jetzt ist. Und dass es jetzt drei Arten sind anstatt zwei, finde ich jetzt auch nicht so tragisch, vor allem, weil diese Schmetterlinge auch echt, diese Libellenart, der super filigran und voll in dieses Schema passt und weil diese Libellen auch so feenartig sind und auch so fantasieartig, würde man sagen, die Schmetterlinge sehen halt so surreal aus, so traumhaft, so Schmetterlinge, wie man sich in Träumen vorstellt. Und ich fand diese, vom Feeling allein schon, nicht nur unbedingt vom Aussehen, vom Feeling, wie ich diese Libellen gesehen habe, genau dasselbe Gefühl gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ging mir nicht nur darum, dass sie ähnlich aussehen, sondern ich hatte bei diesen Libellen das Gefühl, boah, die sehen total aus einer anderen Welt aus und total... wow, einfach. Und dasselbe Gefühl hatte ich und dieselben Gedanken hatte ich halt bei diesen Schmetterlingen. Und deswegen fand ich es gar nicht so tragisch, das jetzt da rein zu mixen, weil irgendwie hat es ja gepasst, weil es in mir dieselben Gefühle ausgelöst hat. Also die beiden verschiedenen Arten, beziehungsweise drei Arten, aber das sieht ja identisch aus, die beiden Schmetterlinge. Ja. Und dann denkt, okay, dann machen wir mal die Beauty Shots. For real. Schon, oh. Mit Schmetterlingen gefühlt mein ganzes Leben. Und was macht Angie? Sie macht sie kaputt. Guckt euch das an und heult kurz. Kann man so dumm sein? Es ist einfach nur... Ich stand da wirklich und war so... Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Alle Arbeit fertig und dann geht mir ein Schmetterling zu Bruch. Ja, dann habe ich den repariert. Gestern Abend noch. Also die stand hier schon ein paar Tage. Dann habe ich sie repariert. Habe also Beauty Shots gemacht, musste sie ja nochmal reparieren. Uff. Und dann, ja, hat sich das dann auch erledigt. Dann habt ihr die wunderschönen Beauty Shots jetzt hier und wow. Bin ich begeistert. Ja, absolut. Ich finde die Anzahl jetzt perfekt, ich finde die Konstellation perfekt, ich finde die Dimension perfekt, ich finde alles perfekt. Also war eine gute Entscheidung, die Libellen reinzumachen, war eine gute Entscheidung, diese Schmetterlinge in dieser Glasdrucke reinzumachen.
freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, auf das neue Projekt. Ich habe es auch schon ein bisschen begonnen. Das wird aber ein bisschen dauern, weil das wird ein großes Projekt werden. Das wird bestimmt über Monate gehen. Also falls ihr es nicht verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Und falls euch dieser Content gefällt, natürlich gerne einen Daumen hoch. Damit zeigt ihr mir einfach, dass ihr das gerne macht. Gerne guckt. Also danke schon mal dafür, den Support und so. Weil das ist einfach wunderschön, diese Arbeit, die ich mache. Also sie macht mir sehr viel Spaß. Und ja.